Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, wir sind ja jetzt immer noch dabei, uns das Aurora-Rezept zu besorgen. Dementsprechend machen wir ja gerade die Questline für den lieben Yannick. Und ja, wir gehen jetzt mal nach Xenofresh. Einmal rübergelaufen. Damit wir dann halt auch unsere Drogen dementsprechend basteln können. Ja, kaufen tun wir später. Kaufen tun wir später. Ich war jetzt gerade am Überlegen, jetzt schon mal Riss, Barschöl und so weiter zu kaufen. Aber wir kriegen ja noch ein bisschen was. Dementsprechend, ja. Gehen wir erstmal nach Xenofresh. So, und zwar Firmensitz. Neon. Wo man jedem Laster frönen kann und jeden Donnerstag neue erfunden werden. Willkommen bei Xenofresh Fisheries, dem Stolz von Neon. Ich möchte mich für einen Job bewerben. Dann bist du hier genau richtig. Xenofresh ist immer auf der Suche nach neuen Leuten für unsere Familie. Der Bewerbungsautomat ist da drüben. Aber du kannst mir gerne Fragen stellen. Nein, danke. War nett, mit dir zu reden. Dann wollen wir mal Stellenangebot Betriebschemiker. ID-Scan und bewerben. Was ist deine größte Stärke, Riley? Ich schufte fleißig. Was ist dein höchster akademischer Abschluss? Master. Erstelle eine grobe Skizze der chemischen Struktur von Amp. Die chemische Struktur von Amp zeichnen. Danke für dein Interesse an Xenofresh Fisheries. Wende dich für die nächsten Schritte in diesem spannenden Abenteuer an den Empfang, sobald du deine Bewerbung eingereicht hast. Okay, dann wollen wir mal. Riley, oh Gott, ist das Czerny Schitzky? Cherry? Tut mir sehr leid. Miss Gorava möchte ein Vorstellungsgespräch mit dir führen. Sie ist in der Unterstadt in der Produktionsfabrik. Sie erwartet dich. Dann werde ich mal zu ihr gehen. Schönen Tag noch. Gut, dann gehen wir mal in die Unterstadt. Einmal kurz runter. Bleib sauber, sonst haben wir ein Problem. Ich bin immer sauber. Ich habe hier früher öfter Dampf abgelassen. So. Denn einmal schnell hier durch. Und ich glaube, Sam hat gerade was gesagt und ich habe es nicht gecheckt. Es ist halt einfach immer zu viel Gequatsche auf Neon. Du wirst von der rechten Laden angequatscht, von dem linken Typ angequatscht. Der nächste sagt dann auch irgendwas und... Das ist das Einzige, was ich an Neon nicht mag. Du hörst halt keinen wirklich richtig zu. Am besten Ohren auf taubstumm schalten und dann ist gut. Das Einzige Gute sind da die Läden. Das Aurora. Das Blend. Aber ansonsten, ich naja. Weiß nicht, ob die Baron-Fanatiker im Welt. So. Aber gut, gucken wir mal. Hallöchen. Die Quoten sind gesunken, Valentina. Die Lounge erwartet bald eine Delegation. Korrigier das also. Du hast doch für dieses Quartal ein Plus von 30% versprochen, Libby. Und meine Empfehlung einfach ignoriert. Die übrigens aktenkundig ist. Mr. Bayou erwartet, dass das Event reibungslos abläuft. Er ganz persönlich. Aus nichts kann ich nichts machen. Hier unten zerfällt alles komplett. Mein Budget muss genehmigt werden. Sofort. Hallo? Hallo? Ach! Du hast dich neu beworben? Riley? Du hast einen Uni-Abschluss. Der ist hier bei uns nicht wichtig. Du kennst dich mit Chemie aus und scheinst zu leben und zu atmen. Scheiße, du hast den Job. Ich kann sofort anfangen. Ich brauche die Credits. Die Bezahlung ist besser als irgendwo sonst. Wenn du durchhältst. Hier, zieh das an. Und dann ab an die Arbeit. Okay, gut. Ja, wir haben jetzt das Rezept für Aurora. Wir sollen uns aber noch anziehen, denn machen wir das doch mal, Gaudi. So. Komm mit. Dann sehen wir mal, wie fleißig und gewissenhaft du wirklich bei der Arbeit bist. Den Schutzanzug trägst du jede einzelne Sekunde, klar? Zu deiner eigenen Sicherheit.
Ich will nicht, dass noch mehr Leute tot umfallen, weil sie keine Anweisungen befolgen können. Hier arbeitest du, nur hier, in der Produktion. Du stellst nur das her, was du aufgetragen kriegst. Du kriegst dein Geld und verschwindest wieder dahin, wo du herkommst. Du stellst keine Fragen, befolgst nur Anweisungen. Du bist ein winziges Zahnrad im Sinofresh-Getriebe. Geredet wird nur in der Pause. So, da ist das Fließband. Na denn? Der Job ist simpel. Der Trichter spuckt Zutaten aus. Der Computer sagt dir, was du herstellen sollst. Du nimmst dir die Zutaten. Wir wissen aufs Milligramm genau, was nötig ist. Das nimmst du. Nicht mehr, nicht weniger. Klingt recht simpel. Sollte man meinen, oder? Genauso wichtig, Tempo. Wir haben eine Quote. Der Timer startet, sobald der Auftrag auf dem Bildschirm ist. Also stell das Präparat her und leg es in den anderen Trichter. Wenn du schneller bist und Mitarbeiter des Monats wirst, kriegst du einen Bonus, vielleicht irgendwann eine Beförderung und eigene Kistenratten. Wenn du zu langsam bist, sei's einfach nicht. Fragen? Ich freue mich schon auf den Bonus. Wenn deine Finger so schnell sind wie dein Mundwerk, kommst du klar. Wir verstehen uns, oder? Du darfst einmal mit Stützrädern üben, ohne Zeitlimit, um das System kennenzulernen. Danach tickt die Uhr. Erledige die Schicht. Wenn du's gut machst, darfst du vielleicht wiederkommen. Danach kannst du in den Pausenraum. Na denn. Muss ich nicht die... Trainingsprogramm beginnt. Ah, jetzt. Stelle eine Charge Schlangenöl her. Kein Zeitlimit. Vor allen Dingen Schlangenöl, ne? Nicht so schlecht. Eine Charge Schlangenöl hergestellt. Valentina soll sich mal locker machen. Was für eine Nervensäge. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Ich nehme trotzdem alles. So. Ich darf doch mal. Und eine Charge. Herstellung abgeschlossen. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Und wieder nehmen wir alles. Sehr gut, weil so können wir unser Aurorale mich nachher selber herstellen. So, blups, blups, blups. Herstellung abgeschlossen. Herstellen Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Zumal Penicillin. Also ihr müsst das doch nicht so tarnen, oder? Egal. So, eine Charge hergestellt. Den Rest gönne ich mir selber. Herstellung abgeschlossen. Ab in die Pause. Die Schicht ist rum. Du kannst in den Pausenraum oder nach Hause. Diese Rissbarschuppen sind überall. Neulich war eine... Ständig gibt's hier neue Gesichter. Ach, egal. Willkommen am Fließband. Hoffe, du stehst drauf, dass jede Bewegung für die Silizium-Nachwelt aufgezeichnet wird. Die gute alte Paranoia der Konzerne. Der war gut. Apropos Security. Oh nein, Stromausfall? Zum Glück sind die blöden Dinger sowieso die meiste Zeit kaputt. Kennst du Nesha? Der Arme wurde von der Security einkassiert. Und du bist Neshas Kontakt. Bingo. Ich bin noch frei, also hat Nesha mich nicht an die Security verpfiffen. Ich wusste, dass seine Bosse einen Ersatz schicken würden. Sind wir wieder im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Scheiße. Das hätte Nesha mir sagen sollen. Ich stecke zu tief drin, um auszusteigen. Ich sage dir, wo die Ware ist. Du musst sie nur holen und... Keine Ahnung, was ihr damit macht. Wenn du mehr brauchst, arbeite einfach eine Schicht und komm zu mir in den Pausenraum. Dann gebe ich dir neue Koordinaten. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, dann wollen wir mal. Wenn ich in der Nähe von Aurora arbeite, kriege ich Halluzinationen.
In der Nähe von Aurora arbeiten und du kriegst Halluzinationen. Wie kann das sein? Gut, gehen wir einmal wieder zu Yannick. Ich glaube, wir mussten jetzt aber keine extra Sache machen, oder? Ah, fühlt man sich gleich viel besser. Nach dem ganzen Penicillin X Charge Herstellungsmethoden. Oder eine Charge Schlangenöl. Mhm. Ja, ja. Dass wir zahlen müssen. Eieieiei. So, aber jetzt schnell zu Yannick. Clover von Keltkorb ist viel zu gut für Neon. Ich glaube, sie will jemandem helfen oder so. Ja, nächste Quest? Nee. Doch. Nächste Quest. Naja. Ich weiß nicht, ob ich hier leben könnte, aber eine Reise ist Neon allemal wert. Gut. Jetzt sind alle Beteiligten anwesend. Yannick. Dachtest du kannst in meiner Stadt ohne mein Wissen Aurora verwenden? Ein neues Blutbad in Epside ist nicht gut für den Tourismus. Aber manchmal muss eben Blut fließen. Und du? War ja eigentlich klar, dass du involviert bist. Was habe ich davon, wenn ich Yannick am Leben lasse? Weil es uns so schrecklich leid tut. Du bist echt putzig. Weißt du das? Unglaublich, dass du das gerade gesagt hast. Dein Kompagnon liefert gute Argumente. Aber du hast mich abgezockt, Yannick. Ich hasse es, abgezockt zu werden. Deine Lounge deckt das Luxussegment ab, Mr. Bayou. Aber es gibt noch so viele andere Credits, die eingesackt werden wollen. Red weiter. Wir verwenden eine Prise Aurora, um Blend herzustellen. Und Blend kann jeder bezahlen. Bitte, sag es ihm. Ja, sag's mir. Die Leute rennen ihnen praktisch die Tür ein, weil sie mehr Blend wollen. Du hast also ein Monopol auf einem Schwellenmarkt. Fast könnte man denken, du hast Geschäftssinn. Yannick hat gerade erst angefangen. Die Credits fließen und... Moment. Hast du dich gerade Yannick genannt? Ernsthaft? Fresse. Der Hase läuft so. Du darfst weiter Aurora aus der Fishery schmuggeln. Du stellst deinen Blend her und verkaufst das überschüssige Aurora auf der Straße. Aber ich kassiere 20% von deinem Gewinn, weil ich dich ertrage. Das war's. Yannick, fang an, mir Kohle zu verdienen. Oh Mann. Mal wieder so ein mieser Tag in Neon, was? Oh, Yannicks Herz schlägt immer noch so schnell. Mr. Bayo ist beeindruckend. Alles okay? Wir verstehen uns noch, oder? Benjamin Bayo ist ein Riesenarschloch. Ich meine, ja, ist er. Unser Gewinn schrumpft, ja, aber wir müssen keine Angst mehr haben, erwischt zu werden. Also, business as usual, hä? Du arbeitest eine Schicht bei Xenofresh und dein Kontakt sagt dir, wo das Aurora ist. Du gehst hin, holst es ganz entspannt und gemütlich ab und bringst es mir. Kein Zeitdruck. Wann du willst. Mach ruhig erstmal Pause. Diese Arbeit ist nichts für mich. Aber jetzt ist alles sicher. Schnelle Credits? Denk nochmal nach. Ja? Wir haben dir genug für ein ganzes Leben geholfen, Yannick.
So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Das hat natürlich gute Bonuspunkte gegeben, aber... Wir haben die Versorgungsroute noch, es ist noch nicht in den Aktivitäten. Das heißt, wir müssen es einmal machen, damit es in die Aktivitäten rutscht. Hast du es dir anders überlegt und steigst wieder ein? Ich bin jetzt bereit für eine neue Schicht. Du bist das Beste, was Yannick hier passiert ist. Naja, vielleicht mein Erstgeborener. Ach, Quatsch. Du bist es. Du bist masochistisch veranlagt, aber gut. Also, die Arbeit ruft. Riley, oder? Ja, Riley. Gut, dann gehen wir nochmal eine Schicht arbeiten. Hauptsache, die Quest ist fertig. Dementsprechend wieder runter. Einmal zu Xenofresh. Das Gute ist ja, wir kriegen ja jetzt an und für sich die Materialien für Aurora nochmal mit rein. Weil ich ja jetzt nicht bei Xenofresh richtig anständig arbeite. Ich nehme ja immer alles mit. Das heißt, die Materialien für Aurora kriegen wir im Doppelt- und Dreifach-Paket einfach mal mit rein. Passt. Wir brauchen eigentlich nur das Rezept, was wir schon können. Ich mache lieber das. Aber wir machen das jetzt hier natürlich auch nochmal mit Abschluss. Also, ja, einmal quer durch die Stadt, wieder nach unten. Eine Charge Penicillin X herstellen. Ey, keine Ahnung. Die könnten doch auch einfach sagen, Aurora. Ganz ehrlich, wen interessiert das hier eigentlich? Zumal selbst die Arbeiter sagen, wir arbeiten an Aurora. Also, Lichter, Glamour und jede ja. Menge Sünde. Rate Gut. mal, was ich heute nicht. Dann einmal den Anzug wieder umziehen. Den haben wir noch drinne. So. Herstellen. Penicillin X. Eine Scharfe. Ach, eine für diese ganze Sauerei müsste ich eigentlich viel mehr kriegen. Ah, er wollte mich nicht ranlassen da. So, einmal Penicillin X hergestellt. Herstellung abgeschlossen. Herstellen. Penicillin X. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. So. Wir sind wenigstens fleißig. Und zack. Herstellung abgeschlossen. Zumal ist doch ein Witz, was man hier kriegt. Eine Charge. Eine Minute ab. Jetzt. Also selbst wenn wir jetzt das gut herstellen, kriegen wir 800 pro Herstellung. Eine goldene Nase verdient sich da natürlich nicht, ne? Also. Geh lieber einen Piraten töten und verkauft denen seine Waffe. Dann krieg ich deutlich mehr. Abgeschlossen. Schicht beendet. Na denn? Das lange Studium hat sich echt ausgezahlt. Hey, Riley. Vielleicht findest du da drüben was Gutes. Zum Beispiel Rissbarsch-Tacos. Vielleicht sehe ich mir das mal an. Gerne jederzeit wieder. Bis dann. Jetzt holen wir uns mal den Vorrat. Mal sehen, ob wir uns ihn freikämpfen müssen. Oder eher nicht so. Schauen wir mal. Blub, 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 blub. Oh, wo schickt er mich denn jetzt heute ganz lang hier? Überall anders wäre eine Fischverarbeitungsfabrik keine große Sache. Aber das ist Bayous Goldesel. Naja, ist halt auch eine Droge, ne? Das ist ja auch einfach nur eine Droge. So, oh. Meine Güte, das ist ganz schön weit weg. Na gut, gucken wir mal. Okay, Disciples. So, ich glaube, das war's, ohne dass ihr was machen konntet. Das tut mir aber leid.
So, und wir haben das Paket. Tschüssi. Sam kam mit seiner Schrotflinte ja gar nicht mal dazu, irgendwas zu machen. Sauvage, genau. Gut, dann gucken wir doch mal, dass wir es jetzt abgeben und jetzt die Quest auch beenden. Ich glaube, ich hab... So, dann einmal hier jetzt wieder abgeben und dann haben wir es auch schon soweit fertig. Wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Du brauchst wohl einen Drink, aber wer braucht den nicht? Ich habe eine Lieferung für dich. Wenn du so weitermachst, leben wir beide im Überfluss. Ha! Okay, gut. Unter Verwendung der richtigen Zutaten kannst du jetzt Aurora herstellen. Das Rezept kannst du in jeden pharmazeutischen Labor einsehen, verfolgen und zur Produktion verwenden. So, das haben wir jetzt fertig. Das heißt, wir könnten jetzt Aurora herstellen. Jetzt werde ich den Xenofresh aber definitiv abrüsten. Denn diesen brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Wir sind ja immer noch mit den Skills noch nicht ganz durch. Also wir haben ja jetzt hier, haben wir einmal verjüngt hatten wir fertig. Wir haben Umweltkontrolle fertig. Wir haben Schiffsbefehl hatten wir auch fertig. Blub, blub, blub. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Botanik, Zoologie und Geologie. Denn haben wir ja eigentlich alles. Also Geologie ist eigentlich nur noch Sammeln und Zoologie... Er ist auch nur Sammeln und Chemie haben wir ja soweit auch fertig. Sonst hatte ich nichts weiter mehr offen. Ich hoffe. Wobei ich gedacht habe, dass das hier ein bisschen länger dauert. Warum er hier auch immer runterspringt. Also es ist fertig, ja. Auch das hier ist fertig, auch wenn er mir hier sagt, hier fehlen zum Beispiel noch ein paar Schadenspunkte. Keine Ahnung, bei so dicken Dingern haut er dann immer so ein paar wieder runter. Könnte an dem Heftchen liegen, was wir mitgenommen haben. Na gut, werden wir mal gucken. Das heißt, ich glaube, dass wir heute sogar wieder ein bisschen Epi jagen können. Aber bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, machen wir erstmal Kraft aus dem Jenseits. Ab aufs Auge. Denn wir wollen ja quasi auch nochmal die Tempelkräfte. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Die Sache ist ja eigentlich die... Was mir jetzt gerade mal so einfällt, das ist mir vorher eigentlich noch nie so wirklich aufgefallen. Und warum ist hier schon wieder so viel im Graf? Meine Güte, hau das in den Antrieb. So. Ich bin schon langsam genug, ich muss nicht noch langsamer werden. Nee, aber was mir jetzt mal so eigentlich so einfällt, wir haben ja die Grundressourcen. Die sind ja nicht als Schmuggelware gekennzeichnet, nur das Aurora Luftdruck, selbst. Dichtungen, man könnte ja... Wo landen, das dort herstellen und es dann verkaufen. Aber es bringt halt zu wenig Geld ein. Das finde ich so ein bisschen schade. Also eine moderne Waffe bringt halt 100-mal mehr Credits. Haben, ich würde dir die astronomischen Kartendaten erklären. Aber es ist besser, dir einfach den Weg zu zeigen. Genau, zeig mir einfach den Weg auf Tau Ceti. Na gut, dann gehen wir einmal kurz nach Tau Ceti. Und springen dort einfach mal hin. Ja, aber wie gesagt, das wären dann halt so, ne? Oh, zivile Außenposten ohne Ende. Hm. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob Fauna oder Flora da ist. Wo wir denn vielleicht was abschließen könnten. Leer landen. Ressourcen sind ja auf jeden Fall immer da. Aber mal gucken. Ja, okay. Ja, ach, das sind wieder die Fliegeviecher. Die Riesenlibellen sind das hier auf dem Planeten. Ja. Man weiß nie, was man findet. Das ist... Gut. Die halten ja auch nicht viel aus. Ich muss halt nur deren Leichen immer wieder finden. Und wir haben ja eigentlich auch keine krasse Umweltkontrolle. Okay. Dreimal nicht getroffen. Was ist mit denen los hier? So. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ob du vom Rudel bist oder nicht. Wir brauchen halt ein bisschen was.
Müssen halt eigentlich nur sammeln. Ah, die Gegner halten hier halt nicht wirklich was aus. Okay. Ich glaube, das passt. So, nehmen wir nochmal mit. Ist das jetzt fertig? Gut. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch Pflanzen. Ah. Wir könnten auch eine Kraft nutzen. Wir haben ja noch eine spezielle Kraft. Aber ich glaube mal, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier alles fertig. Was wir hier für Ressourcen jetzt sonst so haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber mal gucken. Dann nehmen wir den Planeten und machen das hier fertig. So, ich scanne euch nur einmal kurz durch. Alles gut. Ganz locker bleiben. Süße. Zack, zack, zack. Und dann bin ich durch hier. So. Nee, ich darf doch mal. Das Klo will ich nämlich haben. So. Aber ich suche hier eigentlich noch Pflanzen. Sowas da. Kriegst du vielleicht Videoempfang? Ich verpasse meine Serie. Nein, Videoempfang kriege ich leider nicht. Tut mir leid. Ja, da ist noch ein Blümchen. Na, sehr gut. Wir könnten auch irgendeinen anderen Planeten nehmen, wo wir vielleicht nochmal Ressourcen sammeln könnten. Aber ich wüsste nicht, welche Ressourcen wir jetzt wirklich bräuchten könnten. So, das haben wir jetzt auch fertig. Wir könnten auch irgendeinen Mond nehmen oder sowas. Eigentlich wurscht. Hauptsache... Ah, der ist defensiv. Gut, der war defensiv, aber Sam sagt nein. Der hat nicht defensiv zu sein. Nee, wie gesagt, welche Ressource ich jetzt mitnehmen könnte. Wir haben eigentlich soweit sämtliche Ressourcen, die wir wirklich brauchen. Also ich hätte jetzt keine Idee, welche wir jetzt nehmen könnten. Wo ich jetzt sagen würde, so, ja, diese Ressource, die, genau die, keine andere, die brauchen wir jetzt. Von daher, aber hier ist die Ressourcendichte halt auch ein bisschen, weil wir halt viel Chlor und Co. haben. Und wir haben jetzt Zoologie und Botanik haben wir jetzt soweit fertig. Das heißt, um auf den nächsten Schritt aufzuwarten. Wäre das doch nicht so schlecht, irgendwie einen Mond oder sowas wieder in Angriff zu nehmen mit viel Ressourcen. Können wir auch eigentlich hier irgendwo eine im System nehmen. Wo ist egal. Hauptsache viele Ressourcen. Einfache Ressourcen vor allen Dingen. Also sowas wie Aluminium, Eisen, Nickel, Wolfram, sowas in der Richtung. Dass sich das halt schnell ansammelt und ich dann halt auch fix und schnell benutzen kann. Hatte ich eigentlich meine Waffe jetzt schon aufgemoddet? Jetzt habe ich es wohl wahrscheinlich vergessen, ne? Ja, wir haben noch nicht auf leistungsstark gemoddet. Müssen wir auch noch machen. Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt? Aber gut. Passt. Nächste Kraft. Und nächstes Sternenblut. Alien-Wiederbelebung. Und du hast mich gleich gesehen? Das ging aber viel zu schnell, mein Freund. Geb gleich den nächsten hinterher hier. So. Das stimmt hier nicht. Wie recht wenig EP, ne? Habe ich das Gefühl. Gab jetzt nur einen kleinen Fix-Patch. Hatte jetzt aber nichts gelesen darin. Es war jetzt auch wirklich so klein, dass
das wirklich fast nicht aufgezeichnet war. Okay, gut, dann gehen wir mal kurz hier scannen und hier einmal jetzt Wasser und Kupfer. Nur mal jetzt einfach Kupfer mit. Einmal kurz rüberdüsen. Kurzen Prozess. Mit wem? Mit was? Drachentrieb des Ziels eliminiert. Scheiße, das ist die Mantis. Hoffentlich. Ziel hat kein Schildsystem mehr. Ziel hat gar nichts mehr. Ziel ist einfach so abgeraucht. Das war aber wieder ein Mantis-Ereignis. Das hat man halt ein bisschen öfter. So, aber wir wollten ja eh da landen und wir haben sogar ein Level abgeschafft. Auf die herkömmliche Weise. So, das heißt, wir machen das jetzt einfach mal simpel. Ich mache das jetzt hier einfach mal in Laserwaffen, haben eine Chance, um 5% ein Ziel in Brand zu setzen. Auch wenn wir jetzt nicht gerade Laserwaffen spielen, aber ab und zu habe ich ja gerne mal welche drin. Gerade zum für einen Anfang ist das eigentlich nicht schlecht, aber 5% finde ich halt ein bisschen sehr wenig. Oh, extreme Umgebung. Bin ich mir jetzt sicher, auf eine extreme Umgebung zu landen? Ja, Turtle. Komm. Landeplatz ist frei. Abwärts, bitte. Also nicht zu weit vom Schiff weg. Schnell Sachen sammeln und zur Not wieder zum Neon, zu unserem lieben Doktor. Dann gehen wir mal ein bisschen sammeln. Captain, Grüße. Ja, Vasco, Grüße. So, jetzt müssen wir mal gucken. Extreme Kälte. Nehmen wir gleich ein Amp rein. Und ich sehe legit nichts, was jetzt hier irgendwie sein könnte. Okay, gut. Kupfer. Ja. Der Mond ist Mist, oder was? Der Mond ist Mist. Der Mond ist Mist. Aber sowas von Mist. Ist ja gar nichts in der Nähe. Hier ist ja wirklich gar nichts in der Nähe. Oha. Na gut, sobald er anfängt zu piepen oder ähnliches, gehen wir wieder instant zum Schiff. Also so richtig anfängt zu piepen. Ja, ich wollte eigentlich einen ressourcenreichen Mond und nicht einen ressourcenärmsten Mond. Hier ist ja gar nichts. Sieht zwar schön aus, ja, man kann hier auch wunderbar springen. Aber ganz ehrlich, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Aber mal so, wirklich gar nichts. Nicht mal so normale Ressourcen zum Einsacken. Die brauche ich aber jetzt. Ja, wir haben tausende von Planeten. Und Turtle sucht sich natürlich den wieder aus, der, naja, nichts beinhaltet. Yay. Oh Mann. Ja, Kristallkrater. Schön. Können wir mitnehmen. Und das war's. Gut, ich habe mir den besten Planeten ever ausgesucht. Das heißt, tschüss. ich habe jetzt so gedacht, ja, wird doch irgendwas sein. Hier, guck mal, hier ist Tantalium drauf. Und Eisen. Reisen wir darüber. Gut, dann einmal hier. Gehen wir Tantalium sammeln. Gucken wir mal. Irgendwas werden wir da schon finden. Bringen wir den Vogel runter. Bumblebee ist gelandet. Dann wollen wir mal gucken hier. Der hier besser. Wir haben schon mal Eisen. Extreme Kälte.
Und natürlich Planetenstrahlung. Das heißt, ich nehme mir schon mal ein Amp rein. Ah, wir haben Eisen. Ja, sowas suche ich doch. Ob die Freund oder Feind sind. Ah, Helium 3. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Tantalium. Und es ist da. Das ging jetzt schnell. Und schon ist er fertig analysiert. Aber wir gucken auch nach weiteren kleinen Bröckchen. Und mal gucken, was da so auf mich wartet. Das Landepunkt entdeckt, ja. Fette, fette Krater. Ich mag ja solche fetten Krater hier. Aber eigentlich suche ich hier sowas da. Weil davon müssen wir halt sau viele einsammeln. Desto mehr, desto besser natürlich. Aber ich sehe hier nichts weiter. Ah, da vorne. Da blinken die auf. So, weil wir müssen recht viele davon sammeln. Welche, wie gesagt, ist jetzt eigentlich egal. Hauptsache, wir haben das soweit drinne. Nochmal Eisen. Wir könnten auch in irgendeine verlassene Mine gehen oder so, aber da sind halt auch nur so ein paar Dinger drin. Ich habe Hoffnung, dass hier die Spots ein bisschen besser ausfallen. Wir sind jetzt so ungefähr bei der Hälfte. Das hört sich gut an. So, nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Gerade Monde, da kann ich immer so leicht füßig springen. Das mag ich halt immer an Monden, denn ich weiß nicht, ob im Krater vielleicht auch was sein könnte. Aber sieht nicht so aus. Also Krater müssten wir meiden, oder wie? Krater meiden. Okay. Krater Meidungsprogramm geladen. Wie gesagt, so sehr leichtes Gepäck hier, ne? Das mag ich immer. Das macht immer Laune. Aber du kannst halt wirklich hier durchfliegen durch die ganzen Monde. Also die meisten Monde. Und das macht schon Spaß. Gut, fürs Sammeln ist jetzt Fliegen nicht so cool, aber fürs Fortbewegen finde ich das cool. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade den Cutter nachladen. Eine batteriegeladene Waffe möchte ich natürlich nachladen, warum auch nicht. So. Ah, nochmal Helium, aber haben wir schon. Schade, dass das nicht zählt zum Abbauen, das können wir halt nur so abbauen. Wir brauchen halt wirklich Erz. Nächster Krater, gehen wir hier nochmal außen rum. Aber auch hier sehe ich nichts. Da ist noch was. Eisen. So. Und jetzt bin ich noch ausgehungert. Das ist natürlich schlecht. Na gut, ausgehungert und durstig müsste ich jetzt auch werden. Ganz ehrlich, wenn wir sonst mit den Begleitern immer Zeit verbracht haben, das nie funktioniert. Wir mussten immer Questen erfüllen. Jetzt haben wir halt hier gut 2 Millionen Jahre umgesetzt.
Aber, jetzt auf einmal klappt das? Das ist das erste Universum, wo es jetzt wirklich klappt. Ich fühle mich veräppelt. Oder es klappt nur bei Sam, ich habe keine Ahnung. Bei Adria haben wir das so oft versucht, es hat nie geklappt, immer wenn sie erst Zuspruch gekriegt hatte. Ist halt ein bisschen, ja, doof. Ach, ich trage zu viel. Ich bin jetzt schon über ein Mindestmaß oder Mindestverfallsdatum drüber. Gut, das heißt, jetzt müssen wir Gas geben. Weil das Piepen wird schon lauter. Oh oh. Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ab ins Raumschiff. Aber die Schutzregeneration bringt uns schon mal ordentlich voran. So, einmal über Bumblebee drüber. Und landen. Ins Cockpit. Cora, können wir uns mal kurz unterhalten? Ja. Dafür stehe ich extra auf. Sorry, ich habe ganz vergessen, worüber ich mit dir reden wollte. Ständig lässt Cora überall ihr Werkzeug herumliegen. Ich meine, ich liebe sie über alles im Universum, aber wie oft soll ich es ihr bitte noch sagen? Sei nicht so streng mit ihr. Ach, wenn ich sie das nächste Mal sehe, setze ich ein Lächeln auf und sage es ihr freundlich. Wieder mal. Das bleibt unter uns, okay? Aber Cora war nicht gerade geplant. Ich weiß nicht, ob ich's mal erzählt habe, aber ich war mal Freestar Ranger. Ich hatte eine Partnerin, Lillian Hart. Wir waren wie Hund und Katz, aber es war okay. Komm, YOLO. Du hattest eine Partnerin? Jetzt bin ich eifersüchtig. Wenn überhaupt, müsste sie eifersüchtig auf dich sein. Irgendwann erzähle ich dir die ganze Lillian-Sache vielleicht mal. Ob du jetzt Vater werden wolltest oder nicht, du machst es gut. Es war nicht immer so wie jetzt. Als Cora auf die Welt gekommen ist, war ich völlig überfordert. In den ersten Monaten dachte ich ständig nur, was das für ein Riesenfehler war. Ich und Vater. Aber irgendwann, spät nachts, hat die kleine Cora mich zum ersten Mal angelächelt. Und ich wusste, für das kleine Mädchen tue ich alles. Sorry, auch wenn es jetzt Minus gibt, ich wusste, du bist ein Softie. Ja, ja, der große böse Sam Coe liebt seine Tochter. Ruf schnell SNN an. Du meintest zu mir, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder aus ihren Fehlern lernen. Nachdem Cora jetzt langsam älter wird, plagt mich der Gedanke, ich habe Dinge gesagt und getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich versuche mich zu bessern für Cora. Aber wird sie dieselben Fehler machen? Du hast Cora ein solides Fundament gegeben. In dem Punkt musst du dir keine Sorgen machen. Das ist sehr beruhigend. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, es wirkt verrückt, sie mitzuschleppen. Aber ich schwimme nicht gerade in Optionen. Ihre Mutter... Wie gesagt, das erzähle ich irgendwann mal. Und soll ich sie etwa von Jacob großziehen lassen? Meinem Vater? Dann noch lieber Wladimir. Gibt es wirklich niemanden, der auf sie aufpassen kann? Nein, Lillian und ich haben beide keine Geschwister. Wir müssten nach irgendwelchen entfernten Verwandten fahnden. Und
Und das würde ich auch gar nicht wollen. Auf Cora aufzupassen, das will ich auf niemanden abwälzen. Ich glaube, es tut Cora richtig gut, bei der Constellation aufzuwachsen. Findest du? Naja, sie macht wilde Sachen. Und wenn sie mal lernt, ihr Zeug aufzuräumen, lebt sie vielleicht auch, bis sie 13 ist. Okay. So, ich bin jetzt ausgehungert. Habe ich noch irgendwas anderes gekriegt? Nein. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Ressourcenabgabe. Den Xenofresh, den kann ich auch gleich abgeben. Haben wir hier noch Schiffsteile oder sowas in der Richtung? Nee. Chunks verpackt. Die brauche ich noch, das brauche ich auch noch. Schlangenöl brauche ich auch noch. Die Elva kann ich wegpacken, die kann ich wegpacken, die kann ich wegpacken. Und die schweren Partikelfusionsdinger kann ich auch wegpacken. Was reißt mich denn hier jetzt noch so runter? Ich bin bei 121, ich habe 11 Waffen bei. Ja, klar. Beowulf, mein Cutter brauche ich noch. Ah, guck mal, 92, ja. Gut, dann würde ich aber sagen, wir kochen uns mal kurz was. Ah, bessere Getränke und so weiter im Herstellungsmenü der Kochkunst, worum wir auch nicht so häufig kochen, weiß ich nicht. Aber wir könnten hier aus den Softdrinks wieder Dynamite machen. Und wir könnten den Boba Xenotee basteln. Mit Aromastoff, destilliertem Wasser und Membran. Wer auch was zu trinken, gibt EP. Wir könnten auch aus den Bourbon und Chuck Putun mehr Tragkapazität und gut hydriert machen. Da haben wir noch eigentlich EP Essen. Das heißt, wir müssten eigentlich eher gucken, dass wir ja was anderes uns herbeisetzen. Was halt auch noch gut ist. Mal Bewegungstempo für 3 Minuten, Ausdauerregeneration, also Sauerstoffregeneration und gut hydriert, den Energiedrink, der hört sich doch am besten an. Den machen wir uns mal 10-mal. So. So, dann würde ich auch den, glaube ich, in die Liste reinpacken. Das heißt, wir packen jetzt einmal Blups. Hilfe. Den Dynamite, den packe ich hier hin. Und dann das, was wir jetzt neu trinken wollen, den Energy Drink, den packen wir dann dahin. Und dann haben wir jetzt auch immer Essen und Trinken mit an Bord. Wir haben auch eine leichte Strahlenvergiftung, aber das passt. Von dem Planeten hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Also der ist ja nicht so wirklich das wahre Gelbe vom Ei. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Ach nee, nicht ins Sol. Wir gehen jetzt einfach mal schon mal nach Narion. Machen wir es so. Kann ich den von hier aus scannen, ja? Na komm, wir gehen einfach mal hier zum Nachbarplaneten rüber. Und dann passt das. Denn ich würde jetzt halt, wie gesagt, gerne einmal noch die Geologie abschließen. Das ist jetzt das Letzte, was noch offen ist. Die 30 Dinger, die sollten wir noch hinkriegen, weil wir haben jetzt alles soweit fertig. Das heißt, wir könnten dann einmal nochmal EP durchgehen und dann halt nochmal, hoffe mal, 10 Level machen. Muss ja nicht, aber könnte. Wo ich lande, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Hauptsache, wir kriegen die 30 Ressourcen rein. Dann holen wir uns vielleicht nochmal so 7, Landung 8, initiiert. 9, 10 Schön Level. Langsam. Also ich werde es einmal komplett runterarbeiten. Das werde ich dann aber auch offscreen machen, weil es ist zum Zuschauen nicht schön, wenn es viel ist. Aber das Verkaufen und Co., das werden wir dann wieder on-cam machen. So, dann gucken wir mal, was Hi. Wir jetzt hier haben. Hi, bitte Vasco. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ach, ich vergesse das doch nicht. Gut, wir haben auch gleich die ersten jagenden Kreaturen. Das war natürlich auch wieder ganz gut. Ich hätte auf dem Mond landen sollen. Ihr seid, keine Ahnung. Ich sammle jetzt hier einfach mal schnell was durch. Wenn's geht, dann nimm was mit. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu stark hier. Auch wenn ich jetzt die Pflanzen eigentlich nicht so brauche. Sowas suche ich.
Ah, da haben wir nochmal Flur. Nehmen wir nochmal mit. Hier auch nochmal. Ach, das zählt doch. Ja gut, dann nehmen wir es natürlich mit. Easy peasy. Ich dachte, das zählt nicht. Oh, vergisst es. Ich bin zu schnell für euch. Da haben wir nochmal was. Ein bisschen Blei. Mal instant angesammelt. Und gleich mit dem ersten Schuss verbrannt. Und ihr seid auch nur Level 1, aber das kommt dabei raus, ne? Soll doch nur 5% sein. Ist das mehr als 5%? Das fühlte sich jetzt OP an. Das waren so die ersten zwei Schüsse. Oder heißt es vielleicht 50%? War bestimmt nur Megalack. Was anderes war das bestimmt nicht. Glaube ich nicht, dass es mehr war. Terrafluid, ja, nehmen wir auch mit. Oh, er ist instant abgefackelt. Was ist denn hier los? War das doch so OP? Wir werden sehen, wenn wir nachher eine Energiewaffe haben. Jede Energiewaffe ist ja jetzt quasi gesteigert. Und hat ja eigentlich so die Möglichkeit da drin, ne? Oder liegt das... Das liegt bestimmt nur, weil wir den Cutter benutzen. Weil er halt so ein mega Dauerfeuer hat. Das sind ja dann in Nu ein bisschen was. Und der haut auch richtig rein. So, sollten wir nochmal wirklich auf Cutter ausgehen, denn... Oh, das war verkehrt. Ich habe aber keine Ressourcen mehr. Da sind nochmal welche. Na denn, passt doch. Na, ah, hier, Kupfer. Viele Tiere hier. Lor. Da drüben auch nochmal. Lor. Ne, Chlor. Und noch einmal. Damit. Oh gut, dass das auch zählt. Also macht es uns doch einfacher, das fertig zu machen. Ein kleines Dichtungsmittel. Dann gehen wir da hinten nochmal zu den Leuchtekram da. Würde es mir überlegen. Dachte doch, ich würde es mir überlegen. Brenn euch ein zweites Loch in Poppes. Okay. Du auch? Na, tut weh, ne? Okay, das war Sam. Jetzt. Üppige Lichtung. Ja, bunte Lichtung könnte man auch eher sagen. Ab und zu bin ich aber der Meinung, dass das hier irgendwie nicht so ganz klappt mit denen, dass wir Bonus-EP kriegen. Jetzt ist aber mal gut hier, lasst mich doch mal durch. Ja? Ich will doch nur ein bisschen Material sammeln. Gut ist, wir können die einfach anzünden und dann brennen die auch schon so weg. Oder Sam erledigt sie. Das geht natürlich auch. So. Nochmal zwei Blei. Ah, hier vorne haben wir nochmal ein bisschen was. Ich
Daneben. Sehr gut. Was? Ein 15er kann mich one-hitten? Nicht dein Ernst. Ein 15er. Ich hab's ja so mit 30ern kann ich noch nachvollziehen. Aber ein 15er? Wir sind bei 2000 Lebenspunkten? Gut, ich habe jetzt nicht gegessen und ich bin so fassungslos. Ich bin so fassungslos. Ja, wow. Jetzt können wir den ganzen Kack nochmal von vorne machen. Nein! Alter, wenn dich alles one-hitten kann, dann hast du Bock. Dann hast du Bock. Wir haben 2000 Lebenspunkte und so ein Mistzieh Level 15 killt mich. Und wer jetzt in die Kommentare schreibt, nein, Sam hat dich getötet mit den Explosionen. Nein, das kann der gar nicht. Das haben wir ja schon ausprobiert. Er kann mich nicht umbringen mit den Explosionen. Das ist es definitiv nicht. Das ist es sowas von nicht. Das heißt, wir geben jetzt hier Hyperspeed. Einmal durchs Essen und einmal... Also... Oder ist das deren Fähigkeit, dass sie mich one-hitten können? Zumal das ist ein 10er, ne? Nee, da gebe ich jetzt keine normale Munition mehr aus für. Oh, ich lasse dich schnell verrecken. Da ist noch ein Krebs. Besser ist es. Ich mache euch gleich weg. Besser ist es. So, jetzt wollen wir trotzdem noch zur Lichtung darüber. Oder? Haben wir hier noch was anderes? Ne, das ist ein kleiner. Den kann ich umlaufen. Wir sind ja noch auf Hyperspeed. Aber so richtig Hyperspeed hier. So, einmal hier, einmal da, einmal hier. Schnell, schnell. Wir auch noch mal mit. Bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Oh, nur ein bisschen. So, das nehmen wir auch noch mal mit. Hier war das Chlor. Wieder ein Krebs. Nehmen wir nochmal Gaudi mit. Oh, hier richtig Speed laufen. So. So, üppige Lichtung haben wir. Schnell, da drinnen sind Käfer. Wollen wir nicht sehen. Ah, jagende Viecher. Wollen wir nicht. Einfach schnell durch hier.
Haben wir schon durchgescannt, egal. Da drüben haben wir noch was. War hier nicht noch ein? Nee. Gut, da ist wieder eine Horde. Irgendwo hatte ich Chlor gesehen, da drüben. Nehmen wir doch Gaudi schnell mit. Da haben wir mal Kupfer. Oh, fertig. Fertig! Achso, halt. Ja, ich war ja noch im, Modus. Gut. Jetzt können wir nochmal gucken. Haben wir alles? Ich denke mal schon, weil da war jetzt nichts weiter mehr drin, was wir jetzt noch brauchten. Das heißt, wir haben jetzt auch Geologie, denn demnächst auf Max. Botanik war drin. Wunderbar. Wunderbar. Alles da, was wir haben wollen. Das heißt, wir können jetzt einsteigen, nach unseren Außenposten rüberfliegen und einmal kurz EP produzieren. Das heißt, wir gehen einmal ins Cockpit. Alles okay, Bärchen. Wir sind wieder da. Alles okay, Bärchen. Jo. So, dann gehe ich schon mal rüber und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann mit ganz viel adaptiven Rahmen wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.